servus liebe Zuschauer, ich grüße euch heute wieder mal zu einem neuen Farmvlog. Ja, was steht heute an? Ich muss aus der Scheune das Hackgerät für die Kartoffeln rausholen. Wird an der Zeit. Kann ich später gerne mal zeigen unten am Feld, da kommt überall das Unkraut raus. Die Kartoffeln sind noch nicht so lange drin. Was jetzt einfach ein wenig fehlt, das ist Regen. Wir hatten die letzten Tage leider viel zu wenig. Ja, also das Hackgerät steht da hinten drin. Direkt unter dem Tisch. Da vorne liegen die Unkrauthacken und die Häufelpflüge. Wir brauchen jetzt die Unkrauthacke. Den Häufelpflug können wir uns noch sparen, den brauchen wir noch nicht. Ja, um es rauszukriegen, muss ich halt hier jetzt ein wenig ausräumen. Das Mähwerk kann drinnen stehen bleiben, das will ich ja nicht extra raustun. Und die Messer bei denen passen noch so weit, also da habe ich noch keinen Handlungsbedarf. Es wird jetzt noch ca. 2,5 Wochen dauern, dann geht es mit dem Mähen los. Das heißt, wenn es das Wetter zulässt. Wir hatten noch keinen richtigen Regen, heute Nacht hat es ein bisschen geregnet gehabt. Aber ich sage mal so, als Regen kann man das Ganze eigentlich nicht wirklich bezeichnen. Das waren eher Muckenschiss. Der Boden ist schon wieder alles trocken. Es fehlt dann Wasser und ich befürchte mal fast, zum ersten Schnitt wird es wieder regnen, was vom Himmel runterkommt. So war es jetzt letztes Jahr auch schon. Ich hoffe, wir kriegen nicht wieder so ein bescheidenes Jahr mit so viel Regen. Aber es wird schon klappen. Ja, im Moment, wie gesagt, etwas Trockenheit. Aber man wird es überleben. Jetzt rammen wir mal aus. Ja. Also wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich habe hier diesen Führungsbolzen, Führungseisen. Das wird einfach von unten hier eingeschoben. Dann wird es anschließend mit einer Schraube einfach bloß fixiert, dass es nicht rausrutscht. Und dann sind die Pumpen fest da dran. So, und so macht man das dann quasi auf alle Seiten. So, ich habe jetzt da mal das Hackgerät hinten angebaut. So schaut es dann aus. Ja, das Führungsrad habe ich auch mal runter. Ich habe die Aggeschiene jetzt, oder besser gesagt die Unterlänge, auf starr gestellt. So viel schwenken sollten sie ja nicht. Zum Hacken müsste es nochmal gehen. Von der Einstellung her, man sieht schon, also da wo die Reifen fahren, da laufen dann auch die, ja, die kleinen Mini-Pflüge. Oder besser gesagt, ja, Hacken in Anführungsstrich gesagt, die den Boden aufreißen. Ja, und natürlich in der Mitte. Ich bearbeite dann quasi immer zwei Kartoffelhäufler auf einmal und jeweils einen halben an der Seite dann noch einmal mit. Ja, jetzt würde ich sagen, wir probieren es einmal aus.
So, das Kartoffelnhackling ist jetzt abgeschlossen. Unkraut ist rausgerissen. Als nächstes folgt dann nochmal das Stämme wieder hochziehen, weil die sind natürlich auch nicht sonderlich hoch und jetzt hat es teilweise die Dämme auch ein bisschen mit runtergezogen. Kartoffeln haben wir aber keine beschädigt, also das muss ich sagen, ist nicht passiert. Na gut, das muss auf alle Fälle in nächster Instanz gemacht werden. Und jetzt habe ich noch eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ich habe vor einiger Zeit einmal ein paar Kürbisse ausgesät. Und ja, die stehen hier. Hier sind sie. Sind lauter Pflänzle aufgegangen. Das sind ja Butternusskürbis. Davon soll jetzt ein Teil Ninder auf dem Misthaufen. Ah, die haben sogar schon die Wurzel da unten. Davon kommt jetzt ein Teil auf den Misthaufen und ein Teil bleibt hier beim Haus. Weil ich will nicht alles Ninder zum Misthaufen tun. Ich habe nämlich die Befürchtung, dass mir die Rehe sonst alles wegfressen und das ist nicht Sinn und Zweck davon. Dafür werde ich dann eben jetzt einen Teil dann mit nach hinten nehmen und der Rest, der kommt dann hier vorne hin. Und da schauen wir mal, was rauskommt. Ja, dazu brauche ich auf jeden Fall den Radlader.
dann nehme ich gleich mit heim. Ja, die Kürbispflänzler da hinten sind drin, 7 Stück. Ja, wie habe ich das gemacht? Also an alle, die das jetzt eklig finden, eigentlich ist es eh halb verrottet. So schaut mir danach aus. Mein Gott, man könnte Handschuhe anziehen, aber deswegen stirbt man auch nicht. Ja, ich habe jetzt da überall ein paar reingepflanzt. Alle immer schön mit ein wenig Abstand. Und dann hoffen wir mal, dass die aufgehen. Eventuell brauche ich mal Wasserfass und dann muss ich es auch mal wässern. Aber der Haufen eigentlich selber ist richtig schön feucht. Ja, und eine Schaufel habe ich mir hier eingepackt. Also wie gesagt, man stirbt deswegen nicht, wenn man da noch langt. Das ist halb verrotteter Mist. Also ich finde das jetzt nicht dramatisch. Ich wasche später meine Hände gründlich. Ja und? Wo liegt das Problem? Jeder Normalsterbliche geht da auf die Toilette, wäscht sich danach die Hände und dann sind sie auch sauber. Mein, schlimm finde ich das jetzt nicht und mein Gott, die Hände schmutzig machen, kann man sich schon mal. So schlimm ist sowas wirklich nicht.
Ja, der Mist, den ich hier geholt habe, das ist kein frischer Mist. Der ist schon länger abgelagert, wie man sieht. Der stinkt auch nicht mehr wie Mist, also der typische Geruch ist auch schon weg, ist nicht mehr vorhanden. Und daher, der ist optimal dafür, der ist gut durchwässert. Ja, da mache ich gleich wieder was für die Rauch- und Mehlschwalbe. Die freuen sich natürlich auch, weil wo es einen kleinen Misthaufen gibt, gibt es Insekten. Wo es Insekten gibt, da können die sich was holen. Ich habe seit ein paar Tagen ein paar Rauchschwalben hier. Hier im Dorf gibt es ja keine Stallungen weiter. Früher waren da ganz viele. Mittlerweile sind sie sehr, sehr dünn gesät. So, da haben wir es doch schon. Ich bringe es gleich mal mit dem Wasser. So viel zum Thema Kürbis. Und jetzt kommt noch eine andere Kleinigkeit. Am Bulldog zum Tüffeln. Wir sitzen jetzt auf einem Kramer 350 Export von der Lindix Beuerer. Wieder ein Kramer im Blassen Meer. Den muss ich abholen, der hat heute TÜV. Relativ spontan. Ich fahre jetzt schnell heim zu uns, der TÜV-Prüfer kommt jeden Moment raus. Daheim. Das ist das Bulldoggler. 32,5 PS und 26,1 Stundenkilometer laut Scheinpferde. Baujahr 64 und hat, wie gesagt, den englischen Standardmotor drin. Bulldoggler haben wir aus der Nähe. Hat auch, wie meine, das Baugruppe 2 Getriebe drin. Hat aber einen hydraulischen Kipperanschluss und einen Zusatzöltank. Das habe ich nicht. Brauche ich nicht, habe ich eine IHC dafür. Ja, Scheinwerfer sind versetzt, weil er einen Frontlader und Bau hat. Auch kein schlechtes Bulldoggler. Gefällt mir auch ganz gut. Na gut, das wird es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich beim nächsten Mal. Servus!